Spannend. Lange Zeit. Das ist spannend. Lange Zeit ist nichts passiert. Und zwischen die Felsen drinnen, zwischen die Steine, da waren kleine Höhlen. Und auch wenn man da innen geschaut hat, hat man die Wesen gesehen, die Saligen. Die Leute haben ihr Brot gebacken und ihr Brot geschnitten und ausgedahlt. Er versteckte sich. Und er ward nie wieder gesehen. Und keiner weiß, was mit ihm geschehen ist. Sie haben mit ihrer eigenen Wolle die Pullover gestrickt. Und sie rochen schon, die Knechte, die Menschen, und freuten sich auf einen fetten Braten. Sie haben einen Garten gebaut, so wie sie geglaubt haben, dass es richtig ist. Und es waren keine Wesen, warum man die was mit Zauberhand so unterstützt haben. Haben sie versprechen müssen, dass sie das niemals nie und nie irgendwem erzählen oder sagen, wo er war. Es war ziemlich klar. Und irgendwie hat ihm den Menschen was gefallen. Fische hat gerumpelt und gemurmelt und gepumpelt, als waren 1000 Hände am Berg. Aber eines Tages. Die Höhle, da kochen sie. Wenn es regnet, da haben sie das geschützte Platz. Schaut da mal den wunderschönen Feuerplatz an, da oben. Da zwischen die Sterne. Die haben ja ein richtiges Mobiliar da. Da haben die Leute wieder angefangen, Geschichten zu erzählen. Von den Schnabelmenschen und von den Saligen. Und unter anderem haben sie alle Geschichten erzählt von den Anguanen. Schau, da oben ist ihr Garten. Da. Die Karotten. Oh, wunderbar. Und die Anguanen waren Frauen, wie die Saligen, total mystisch, aber dabei nicht so strahlend und so weiß und so wohlwollend, sondern das waren Frauen, die den Segen gewohnt haben. Frauen, die was im Segen gewohnt haben. Stunken haben wir alte Algen. Und faule Fische, die haben Haarkopf, grün und schlazig wie Algenschleim. Und ihre Gewänder, die waren glitschig. Und wenn man sie angegriffen hat, wie Krötenschleim. Und die Anguanen, die haben bei so einem Deich gewohnt. Der, wo mir jetzt Gott davor geboren. Und die haben genauso wie die Saligen ihre grünen Kleider zum Waschen ausgezogen. Die sind aus dem Seer ausgestiegen, haben ihre grünen Kleider, ihre Schleimen ausgezogen, sie im Seer gewaschen und am Uferrand aufgelegt. Sich sicher sein gekannt, dass am Abend Gewitterwolken aufziehen. Immer dann, wenn die grün, schleimigen, stickigen Kleider am Ufer gelegen sind, hat man schon ganz hinten gesehen, wie sich richtig dunkel, düster Gewitter aufbaut. Fette Wolken sind dann rausgezogen und es sind Blitze links und rechts übers Tal aus und nieder und ein riesiges Grün hat das Tal erfüllt. Und dann hat es angefangen zu hageln. Alles, was die Menschen gemacht haben im Garten und auf dem Feld, ist zerstört worden. Wie kriegst du das hin? Das ist ja wie ein Dschungelwachs. Ja, das haben sie zum Trocknen aufgehängt. Das ist Klopapier.